Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteine. Ich bin der Mario und ja, tatsächlich bin ich gelernter Klempner. Schön, dass ihr eingeschaltet habt am zweiten Advent. Schön, wenn ihr etwas später eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Set der Firma. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Man erkennt es nicht auf der Anleitung. Ich habe eine leise Ahnung. Das werdet ihr im Aufbau, im Bauvideo sehen. Da gucken wir uns ja gemeinsam die Bauabschnitte an, die Steinequalität. Ich sage ein bisschen was zu den Tütchen, die ich da gefunden habe. Und möglicherweise könnt ihr mir weiterhelfen. Schaut es euch an und meldet euch in den Kommentaren, wenn ihr eine Idee habt, von welchem Hersteller das Set sein könnte. Es ist ja so, dass es bei mir nicht nur um Erwachsenensets gehen soll. Ich stelle auch die ein oder anderen Sets vor, die sich vielleicht eher an Kinder richten und habe mich dann für dieses Karussell entschieden. Das passt zum einen farblich ganz gut und auch thematisch in die Weihnachtszeit. Und ja, ich hole euch jetzt auf den Klemmbaustein Esszimmertisch. Dann schauen wir uns das ein oder andere an. Ich habe es eben schon erwähnt und sehen uns danach zu meinem, ihr wisst es ja, ganz persönlichen Fazit wieder. Also bis gleich. Da ist es, das Päckchen. Bin sehr gespannt. Vorsicht, wird vielleicht zwischendurch laut. Also bin sehr gespannt, von welchem Hersteller das Set ist. Also ihr wisst es ja schon. Ihr habt es ja schon gesehen im Titel idealerweise. Dann nehme ich mal hier meinen bewährten, also alles ordentlich stabil verpackt. Nehme ich mal hier meinen bewährten Paketöffner vorsichtig. 2.500 Teile circa. Ich hoffe, es gibt Bauabschnitte. Achtung! Krach! Ja, da ist doch einiges zusammengekommen. Hier ist die Anleitung. So. Also ich kann jetzt nicht erkennen, von welchem Hersteller das ist. Andersen, wahrscheinlich Märchen. Es gibt offensichtlich Bauabschnitte. Gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Hier große Teile. Hier schon ein bisschen offen. Ich hoffe, da ist beim Verpacken nichts verloren gegangen. Hier könnt ihr das erkennen, ist eine 1, also Bauabschnitt 1. Ja, dann suche ich den mal raus, verteile das auf die Teller und dann gucken wir uns noch ein bisschen die Steinequalität genauer an, beziehungsweise schauen noch mal zusammen auf die Anleitung. Aber Hersteller habe ich jetzt gerade keine Idee. Schauen wir uns zuerst die Anleitung an. Merry Go Round Andersens Fairy Tales. Ich hoffe, ich habe das im Englischen so richtig ausgesprochen. Die vorigen Bauschritte sind entsättigt. Das könnt ihr, glaube ich, hier sehen. Das finde ich ganz gut. Da hat man eine gute Orientierung. Ich habe insgesamt 12 Bauabschnittstüten, wenn ich das so sagen kann, darf, gefunden. Und noch eine 13. will ich euch kurz zeigen. Da sind auch Minifiguren in dem Set. Keine 1:1 Lego-Kopien, wie ich das so sehe. Ich werde sie dann mal zusammenbauen. Ihr wisst ja, ich habe nicht so großes Interesse an den Minifiguren zusammenbauen. Aber vielleicht könnt ihr mir dann sagen,
von welchem Hersteller die möglicherweise sind. Denn ich habe geblättert und gesucht, den Hinweis habe ich nicht gefunden, außer nur in den Bauanleitungen selbst. Also wenn man mal, wenn ihr euch die Darstellung hier anschaut, Bauabschnitt 4, Schritt 110. Das erinnert mich schon stark an Xingbao, ist aber auch eine Weile her. Ich glaube, vor 4-5 Jahren habe ich mal Xingbao gebaut. Das war der Alien Xenomorph unter anderem. Und hier die Tüte, das erinnert mich auch an Xingbao, wenn man die Nummerierung hier so sieht. Könnt ihr das erkennen? Ich denke ja. Und der Teiletrenner ist ja praktisch im letzten Bauabschnitt. Das ist Xingbao typisch. Vielleicht habt ihr da einen Hinweis. Dann schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Die Steinequalität sind jede Menge 6x8er Plates dabei, 12 oder ich glaube es sind sogar 14. Das, könnt ihr das hören? Das klemmt gut. Es gibt hier so große Plates, die sehe ich so zum ersten Mal. Kennt ihr die? Dann gebt mir doch mal bitte einen Hinweis. Die sind mir neu. Die Oberflächen sehen gut aus, da ist nichts verkratzt. Vielleicht hier hinten mal noch eine Plate. Ja, die sehen ganz gut aus. Man sieht so ein bisschen die negativen Noppen von unten durch, aber wie ich finde, nichts Wildes. Dann lege ich mit dem Bau los. Bauabschnitt 1. Da baue ich dann die Grundplatte mit der dazugehörigen Mechanik. Meld mich, wenn der Bauabschnitt abgeschlossen ist oder zwischendurch mal, wenn mir irgendwas Besonderes auffällt. Ja, so mache ich das. Bauabschnitt 1 ist abgeschlossen. Ich möchte euch das kurz zeigen. Die Grundplatte, die Mechanik. Das funktioniert gut. Das ist alles leichtgängig. Vorwärts, rückwärts, kein Problem. Das Einzige, was mich stört, ist, ich möchte euch das zeigen hier. Das ist nicht unterbaut, aber am Ende wird das noch oder später wird das noch bebaut. Ich habe mal nach vorne geblättert in der Anleitung und es macht dann keinen Spaß, könnte ich mir vorstellen. Deswegen werde ich mal schauen, habe noch ein paar Bricks übrig und werde das unterbauen, damit das nachher nicht im Frust endet. Bin jetzt im Bauabschnitt 5, Bauschritt 13 und ich möchte euch das mal zeigen. Ich habe im Endeffekt die Plattform gebaut, die wird dann auf die Grundplatte aufgesetzt und das Bauen, das war dann doch ganz spannend. Wenn ihr hier mal schaut, hier sind überall Räder. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich das dann gut drehen lässt und auf diesen Rädern läuft. Ich bin da gespannt. Das ist schon eine stabile Geschichte. Ich hatte am Anfang meine Zweifel, wo ich die einzelnen Teile gebaut habe. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Aufkleber gab es auch. Ja, da sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Hier diese gelben. Ansonsten die anderen, was ihr da seht, das ist, sind Drucker. Oder auch hier gibt es dann Druck. Also bis jetzt lässt sich das wirklich gut bauen. Es passt alles gut ineinander. Das hält und ist stabil. Also bis hierhin gefällt es mir. Bauabschnitt 5 habe ich abgeschlossen. Ich habe euch ja eben diese Plattform gezeigt. Das wurde hier unten noch mal verstärkt mit diesen C-Clamps. Das ist eine stabile Geschichte und was mir gut gefällt, mal ein bisschen rüberschieben. Also es lässt sich problemlos kurbeln. Die Mechanik funktioniert wirklich gut. Also bis hierhin bin ich ganz zufrieden und hoffe, dass das so bleibt. Ich habe dann durchgezogen bis Ende Bauabschnitt 9. Möchte euch das kurz zeigen, was ganz schön geworden ist. Wie ich finde, sind so eher die Tierchen oder Geräte, wie auch immer man das nennen will, für ein Karussell. Das Seepferd, ein Schiff, hier passend zur Jahreszeit ein Schlitten, ein Rentier mit einer roten Nase und hier sowas, ja, so eine Eule, denke ich, soll das sein. Das hier hinten, das sind Aufkleber. Ich habe es jetzt mal aufgebracht, aber kann man durchaus auch weglassen, wie ich meine. Die Aufbauten wurden hier gemacht. Hier oben ist eine Mechanik, das ist gelagert auf 4 Rädern. Noch kann ich es nicht drehen. Ihr könnt das sehen, weil die Verbindungen noch fehlen.
Aber das Ding ist ordentlich groß geworden. Die Platte, so nenne ich das mal, ist inzwischen stabil. Also die Grundkonstruktion. Ich hatte da ja Bauhilfen benutzt, hatte ich euch ja gesagt, mit eigenen Bricks. Die habe ich inzwischen rausgenommen. Das war jetzt nichts Spektakuläres. Ich hatte hier so Round Bricks genutzt und 2x2 Bricks, die habe ich wieder abgenommen. Und es hält. Also man kann das so hochnehmen, das funktioniert. Dann geht es weiter mit Bauabschnitt 10 und dann ziehe ich das jetzt mal durch bis Ende Bauabschnitt 12 und dann gucken wir uns zusammen das fertige Karussell an. Rund geht's. Da ist es fertig, das Karussell. Und bevor ich euch das ein bisschen näher zeige, beziehungsweise von allen Seiten und den Minifiguren, das ist übrig geblieben. Der Teiletrenner, das Band, das soll eigentlich hier zwischen dem Rentier und dem Schlitten gespannt werden. Das habe ich jetzt sein lassen. Die Minifiguren. Tja, ich bin kein Minifiguren-Fachmann. War ein bisschen fummelig zusammenzubauen, weil die ja hier noch so Gelenke haben. Moment, kann ich das zeigen? Also hier so die Armgelenke. Schon eine spannende Zusammenstellung an Figuren. Ja, eine Dame im Bikini-Oberteil oder Top-Oberteil, wie auch immer. Hier mit Prinzessin Leia-Frisur. Den Soldat finde ich ganz gelungen, aber die Frise, die finde ich abgefahren. Das ist total grell. Ja, wem es gefällt oder so. Sie waren halt dabei. Ne, die Drucke sehen soweit ganz okay aus, wobei hier so der Mund ein bisschen zu tief hängt, wie ich finde, aber naja, gut. Nochmal kurz zur Bauanleitung. Da habe ich einen, ja, Fehler ist vielleicht übertrieben, in der Anleitung gefunden. Mich hat es erstmal verwirrt. Einen kleinen Merker hingemacht und blättert trotzdem ewig rum. Und zwar hier. Ups, sorry. Hier steht was von 8, 16, 16, 16. Jetzt hatte ich aber hier von nur 4, 8, 8, 8. Und ich habe wie verrückt bei den anderen Tüten gesucht und denke, es kann doch nicht wahr sein. Die Tüte kann da jetzt nicht fehlen. Und ja, hätte ich mal gleich hier rüber geguckt, dann hätte ich festgestellt, dass ich das hier nur viermal brauche. Achtmal, achtmal und achtmal. Ein kleiner Fehler, nicht spektakulär, aber falls ihr euch das Set zulegt, da könnt ihr euch die Suche sparen beim Bauabschnitt 6, 5. Also die Suche nach der Tüte. Holen wir es mal ein bisschen ran. Soweit ganz gelungen. Das hier unten sind Drucker. Hier oben, ich zeige euch das gleich noch aus dem anderen Winkel, sind Drucker. Das hier hinten sind, wie vorhin schon gesagt, Aufkleber. Ich habe nur ein Problem. Wenn ich es vorwärts drehe, ihr seht das vielleicht auch, bewegen die Tierchen sich und Schiffchen und so weiter. Was? Und jetzt funktioniert. Ich hatte das Problem vorhin, habe ich das probiert, da hat es ein bisschen gehakt. Also und rückwärts eben nicht, aber jetzt funktioniert es. Die Tierchen bewegen sich auf und ab. Das ist ganz hübsch und gelungen. Die Grundplatte ist stabil, kann man so nehmen. Außer hier die Teile, die fallen ganz gern mal ab. Ach, mal später dran. Weg mit dir. Und so sieht es dann mit Dach aus. Das ist so Stoff und hier mit den Axles, das ging ganz gut dran, das hat gut funktioniert. Wie gesagt, das sind hier Drucke, alles Drucke. Das Einzige, was nicht so gelungen ist, das ist hier die Spitze. Also die Disch hier oben drauf, hier, da gibt es keine Klemmkraft.
Ja, da muss man vielleicht was ganz Böses tun in der Welt der Klemmbausteine, wenn man es festhaben möchte. Festkleben. Aber was ganz Schönes, das könnt ihr sehen, das Fähnchen dreht sich dann auch mit. Das passt soweit. Jo. Dann kommen wir wie gewohnt zu meinem. Machen wir noch ein bisschen runter. Ganz persönlichen Fazit. Mein ganz persönliches Fazit zum Karussell. Vielleicht erstmal ein paar Informationen zum Set. Bestellt und gekauft habe ich bei AliExpress schon vor einigen Wochen, bezahlt habe ich 39,74 €. Geliefert worden, zumindest stand das so in der Produktbeschreibung, in der Online-Produktbeschreibung, 2592 Teile. Ich hatte bestellt, das war lagernd in Europa, an einem Samstagabend geliefert wurde, den darauffolgenden Dienstagmorgen, also ziemlich schnell und ziemlich zügig. Auf der Anleitung, ihr habt es gesehen, steht Merry Go Around Andersens Fairy Tales. Es gibt hier auch eine Setnummer, die 30001. Die Anleitung ist gut verständlich, es lässt sich alles nachvollziehen. Gefehlt hat nichts. Der Bau selbst war völlig in Ordnung. Das eine oder andere hat sich dann natürlich wiederholt, gerade hier bei den Verzierungen. Die Klemmkraft der Steine ist doch sehr unterschiedlich. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich um Xingbao geht. Auch wenn das schon eine Weile her ist, dass ich zwei Sets von Xingbao gebaut habe. Was ich ganz schön finde, das ist hier mit dieser Mechanik, die Tierchen, Fahrgeschäft, wie man es auch nennen will, bewegen sich auf und ab. Ich meine, das ist ganz hübsch und mit Sicherheit lässt sich das auch motorisieren, wenn man das möchte und möglicherweise mit der einen oder anderen Beleuchtung entsprechend auch ein bisschen, naja, ich sag mal, Pimp mein Karussell, also ein bisschen verschönern. Teilweise, ich habe es eben gesagt, sind die Teile so ein bisschen wackelig. Das fällt dann doch mal hier gern, da kriege ich wieder an die richtige Stelle, gern schnell ab. Hier oben, ich hatte euch das gezeigt mit dieser Disch. Das liegt nur locker auf, wenn man hier eine Roundblade hat mit Loch in der Mitte. 4x4, denke ich. Wird das passen? Ich habe nachgeschaut, ich habe in meinem Teilefundus leider da nichts übrig. Die Steinequalität, was die Oberflächen angeht, ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ein paar leichte Farbabweichungen bei den roten Bausteinen, ist aber jetzt nicht weiter tragisch, weiter schlimm, das fällt so nicht auf. Kommen wir mal zu den Maßen. Den Durchmesser hat ich. Zähle jetzt mal hier die Mechanik für das Drehen nicht mit. Durchmesser hat das Karussell ca. 30 cm und eine Höhe von ca. 38 cm. Also, ich werde das Set nicht behalten. Ein guter Arbeitskollege wird das von mir bekommen. Dessen Tochter wird da mit Sicherheit viel Spaß dran haben. Diejenigen von euch, die vielleicht was für den Weihnachtstisch suchen und genug Platz haben, könnten da möglicherweise Interesse dran haben, denke ich. Und mit Sicherheit, wenn ihr das bei euch ins Wohnzimmer stellt, wird es die ein oder anderen interessierten Fragen der Gäste dazu geben. Also, mir hat es Spaß gemacht. Also nicht nur das Video jetzt aufzunehmen, sondern auch das Karussell zu bauen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Und wenn ihr das Video später seht, einen schönen dritten oder vierten Advent, wie auch immer. Oder eine schöne Nachweihnachtszeit. Bisweilen schauen ja die einen oder anderen ein bisschen später bei mir rein. Also, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Brick-Klempner. Und ach so, hier macht so diesen Social Media Kram, Abo, Daumen, wie habe ich es schon mal gesagt, Rimpimpim ist ja ganz wichtig heutzutage. Und deswegen jetzt nochmal der Abschluss. Bis zum nächsten Mal beim Brick-Klempner. Und tatsächlich habe ich es gelernt. Ich bin gelernter Klempner. Also, ciao.